Ja, mein persönlicher Tipp für die Gegend hier, wenn Sie hier im Urlaub sind, nachdem, dass Sie gewandert sind, gebiked haben, Klettersteige gegangen sind, wenn Sie mal einen Tag ausspannen wollen, beziehungsweise einen Tag was anderes tun wollen, auch kulturell, dann empfehle ich, wir haben hier im Umkreis verschiedene Museen vom Reinhold Mesner, vom Extrembergsteiger, eigentlich Abenteurer, Multitalent in jeder Hinsicht. Er hat ganz tolle Museen gemacht. Das Monte Rite unterhalb von Cortina d'Ampezzo zum Beispiel oder das Museum der Bergvölker auf Schloss Bruneck. Diese Museen kann ich aufs Höchste empfehlen und natürlicherweise das Bozner Archäologiemuseum, wo der Ötzi zu Hause ist. Eine Mumie, die 5300 Jahre alt ist, wo der Tutanchamun, ein Baby, dagegen ist. Da muss man bis nach Ägypten fahren und wir haben das direkt vor der Haustür. Also das sind meine persönlichen Tipps. Also ich bin sehr glücklich, hier in dieser schönen Gegend zu leben. Deswegen mein persönlicher Tipp ist, wenn eine Freundin kommt, wenn ich mit ihr in eine Blumenwiese gehen kann und einen schönen Blumenstrauß pflücken kann und den Gästen es zeigen, was für schöne Landschaft wir haben. Also mein Tipp für die Gäste, die das erste Mal da bei uns in den Sechster Dolomiten sind, glaube ich, ist der schönste, wenn sie zu den 13 kommen. Die 13 sind unsere schönsten Berge, die Berge, die nicht ausgetauscht werden können. Und wir haben hier von Sechsten einen Shuttlebus, der morgens hochfährt zur Aronzo-Hütte. Von dort können Sie an der Nordseite der Zinnen über die Langen Alm bis zur 13-Hütte gehen. Die 13 fallen fast auf Sie herab, denn die hängen über. Und wenn Sie dann weitergehen zur 13-Hütte und runter ins Fischerntal, sind sie wieder in Sechsten. Und das, glaube ich, ist der schönste Ausflug, den sie machen können.